So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Und wie ihr seht, bin ich wieder schön ausgerüstet. Ich habe mir zwei Pteranodons gezähmt. Das war der 144, der hier rumfliegt. Der ist da hinten irgendwo im Stein gespawnt. Warum auch immer. Der ist Level 188 gewesen. Jetzt ist er 130, wie der andere auch. Ja, aber wir haben noch eine Überraschung. Wir haben ein Kano. Yeah. 144 war die gute. Na komm, hier. Nimm das dann noch dazu. Ja, die ist einfach ein bisschen zu nah gewesen. Habe ich mir gedacht, baue ich mal eine Falle. Und zähm die. Und zähm das gute Stück hier. So, weg damit. Die habe ich auch schon einen Sattel. Das ist das Schöne. Yeah. Komm, haben wir irgendwas, was ich glatt machen kann? Natürlich nicht. Macht auch. Ah, da hinten ist eine Schildkröte. Komm, die Schildkröte machen wir platt. Kann Level 3000 sein. Wir machen sie platt. Wir machen sie platt. Na los. Genau so machen. So. So. Geht doch. Ich mag Kanus irgendwie. So, aber. Um den soll es nicht gehen. Ah, mein Rex hat übrigens auch ein Wunder vollbracht. Eigentlich ist der Rex schon längst tot. Ja, der ist eigentlich tot. Ist das so ein Zombie-Rex? Ein Zombie-Rex haben wir hier. Ne, das kann man hier sehen. Der wurde da gezähmt. Hier. Level 110. Er wurde gekillt von einer Agatavis Level 232. Da habe ich für den hier ein bisschen Prime mit versucht zu besorgen. Eigentlich war es nicht die Agatavis, die ihn getötet hat. Eigentlich waren es die Kentros, die sich in den Kampf eingemischt haben. Ja, und die Agatavis hat dann den letzten Schlag gemacht. War sehr ärgerlich. Und das Ärgerlichste war, wobei an sich war das eher Glück im Unglück, würde man sagen. Das Spiel ist danach abgestürzt. Mit der schönen Fehlermeldung. Lass mich nicht lügen. Low-Level Data Error irgendwas. Keine Ahnung. Ich logge mich wieder ein. Auf einmal stehe ich neben meiner tollen Kanufalle. Neben der Kanufalle, Armbrust in der Hand. Und versuche gerade, bin gerade dort dabei, den Kanu vom Wasser aus hierhin zu besorgen. Fand ich sehr lustig. Hier ist der Ersatz. Auch ein Spunter wieder mal. Ja, definitiv Ausdauer. Den parken wir auch mal auf dem Dach oder sowas. Keine Ahnung. Ja, parkt sich mal. Parken wir den mal hier. Oder parken wir. Na, drinnen ist, glaube ich, kein Platz mehr dafür. Parken wir den mal hier drauf. So. Ja, wir haben heute was Besonderes vor. Ja, ihr seht es bereits, ich habe meine tollen Haare schwarz gefärbt. Wunderbar. Ich auf Langeweile hatte. Und ja, der ist ganz gut im Futter und so weiter. Ein bisschen Futter können wir dir noch geben. Du. Ich müsste mal sowas wie ein Futterdruck oder so einrichten. Tatsache ist, ja, so ist der Rex. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich gerne Destroy My Target machen, wenn ihr euch dadurch wohler fühlt. Aber dann nehme ich zumindest alles, was er im Inventar so hat, mal mit raus. So, unser Twike spielt verrückt, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben irgendwie alle einer an der Waffel. So, das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mit, das und das. Und das. So, die Samen sind eine wunderbare. Die settingen ganz gut. Ist mir bisher ein bisschen aufgefallen. Ich will nicht, ich will eigentlich nach draußen. So. Auf jeden Fall, wir müssen natürlich wieder Metall farmen. Wir haben 11:20 Uhr und ihr wisst genau, auf welchem Berg wir Metall und Kristalle finden. Wir brauchen Metall, denn bald ist es soweit. Bald. Sind wir Level 46, noch 6 Level, dann sind wir Level 52. Und ihr wisst alle, was mit Level 52 möglich ist. Genau. Die kleine Metalltore. Na, aber egal. Die kleine Metalltore heißt, wir werden uns einen Giga schnappen. Ich werde versuchen, noch woanders einen Giga zu finden, denn der Level 8er ist eigentlich die Mühe kaum wert. Ich meine, der ist auch heftig, es geht nicht mehr. Ich bin jetzt zu nah am Schneegebiet hier dran. Bin mir gleich wieder kalt. Bin mir gleich wieder kalt. Naja, bald kann ich eine Pelzrüstung herstellen.
Manchmal muss man gucken, ob ich irgendwo ein Schaf finde. Ein Schaf finde, ist alles besser. Es gibt so viel Pelz, das ist fast schon unmenschlich. Ich muss nur aufpassen, dass dann kein Raptor in der Nähe ist. Das wäre nämlich nicht mehr so schön. Naja, egal. Ich habe genug gelabert. Würde sagen, wir fangen erstmal an und bewegen uns dorthin. So. Gleich wird mir dann wieder heiß. Immer schön aufpassen, dass man natürlich nicht plötzlich hier notlanden muss. Das heißt, also die Ausdauer sollte man im Blick halten. So. Also, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich den T-Rex per Sheet entfernen soll, wenn das besser ist. Wie gesagt, das ist eure Anstrengung. Boah, es ist wieder neblig. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich den Vulkan finde. So, ja, ich fliege richtig. Okay. Ah, sind Baryonyx. Ich freue mich, wenn wir Level 62 sind. Dann kann ich mir eine richtige Argentavis mal zählen. So eine starke. Da fliegen ja genug starke rum. Zum Beispiel eine 232er. Und dann mal ordentlich abgehen. Boah, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind am Vulkan, glaube ich. Denn hier liegt so viel Obsidian. Warum ist mir kalt? Wir haben minus 2 Grad am Vulkan. Ah, komm. Ach komm, ernsthaft. Wir haben gerade mal 11 Uhr. Es darf nicht so kalt. So kalt dürfte es eigentlich nicht sein. Mann. Warum ist mir arschkalt? Warum habe ich Eiswürfel? Naja, gleich. Oh. Und oben habe ich dann wieder die Flamme. Na, so, sag doch. So, was habe ich hier oben jetzt? So, aha. Obsidian kann man auch immer mitnehmen. Und immer vor uns die sein. Ja. So absteigen in diese Richtung ist besser. Wobei, brauche ich Obsidian? Nee, ich würde es lieber sagen. Kristall und Metall ist, glaube ich, etwas interessanter für mich. Obsidian kann mir erstmal gestohlen bleiben. Na. So. Hohoho. So. Wir haben 12 Uhr. Ich hoffe, der Nebel hört bald mal auf. Wir könnten eigentlich auch einen Ankylo zähmen, aber wie gesagt, das macht jetzt noch keinen Sinn, weil bei mir vor der Haustür nicht gerade Metallsteine sind. Das heißt, ich muss erst warten, bis ich den Argentavis-Sattel habe. Denn die kann ja mittlerweile auch. Ich bin so froh darüber, dass die endlich einen Ankylo, die Ankylo, endlich einen Dodekorus und den Ankylo tragen kann. Da läuft die Lava. Und mein Leben schwindet. Zum Glück gibt es hier keine Gegner. Außer die Gegner innen drin. Aber da kommen wir innen nicht rein. Wir brauchen ja. Nee, ich will eigentlich nicht. Aber ich muss den hier abbauen, damit ich zum Metall komme. Oh je. Es wird warm. Warm, besser gesagt. 42 Grad haben wir hier drin. Ordentlich das Metall abfahren. Aber nicht zu viel, sonst sind wir gleich überladen. Die Steine kann ich weglassen. Ach komm, wir nehmen das jetzt auch noch mit. Okay.
Wir wiegen schon wieder fast zu viel. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Die Steine lassen wir mal weg. Jo, wir können ja nicht jetzt schon wieder zurückfliegen, wenn wir. Ach, ich habe die Steintürrahmen noch, die übrig geblieben sind, noch hier drin. Naja, wir müssen so oder so zurückfliegen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Nein, Spaß beiseite. Oh, da unten fliegt eine Agentafis übrigens. Müssen wir vorsichtig sein. Die sind ja jetzt sowieso gefährlich durch die starke. Wenn sie einmal eine Leiche fressen, zum Beispiel. Diese starke Regeneration. Also, die sind übel geworden. Richtig übel. So. Na los, Wetter. Sei mir etwas lieber zu mir. Naja, ich glaube, ich melde mich gleich einfach mal wieder, wenn der Nebel mal aufgehört hat. Bis gleich. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Und nach gefühlten 5 Stunden und Regen und allem, was dazu gehört, sind wir wieder hier. So, wir müssen aber in diese Richtung, nicht in diese, das ist das andere Schneegebiet. Denn wir müssen. Genau. Wir wollen ja erstmal unsere Sachen entleeren. Was haben wir denn alles an Metall? 200. Komm, wir können doch noch ein bisschen mehr mitnehmen. Wir dürfen aber nicht zu viel, sonst. Wie viel Gewicht hat der Ding denn noch? Ah, das hat er noch ein bisschen. Oh. Na, jetzt lande doch endlich mal. Da. Ja, jetzt. Sehr gefährlich, was ich hier gerade mache. Na, ich glaube, wir sollten es nicht darauf beschwören. Ich habe ihn ja gerade erst frisch gezähmt. Muss ich ihn nicht schon wieder verlieren durch eine dumme Tat? So, 50 weiteres, okay. Hier rundherum laufen ja auch gerne mal Gigas rum. Vielleicht ist da einer gespawnt. Jetzt ist mir kalt. Was sind gar noch? Oh, da ist was Böses. Raptoren. Ja, ich glaube, nicht mal ein Giga ist so böse. Knutscht die Kugel. So. Terizino, genau, den sehen wir jetzt. Bisschen vorsichtig sein. Mach mich jetzt nicht wahnsinnig, Spiel. Also, eins haben sie sehr gut hingekriegt mit den TLC. Ich habe Angst vor Raptoren. Ja, Mann, es ist doch so nebelig. Was ist denn hier los? Mann. Ist ein Rex? Ja, ist ein Rex, ne? Sieht cool aus.
wenn ich nicht viel Leben habe. Oh, aber hier ist Metall ohne Ende. Ist das der Gigaplatz, wo wir hier den Giga gesehen haben? Ja, das ist unser alter Freund, Mr. Giga. Level 8, Mann. 80.000, genau 80.000. Das heißt, er wird nach der Zähmung genau 17.000 haben. So. Also ich fühle mich in der Nähe eines Gigas sicherer als in der Nähe von was weiß ich was. Quatsch, was wollte ich denn jetzt? Das hier. So, genau, auf dem Berg sind wir. Der Vulkanberg. Da müssen wir lang. Der ist ja echt gut zu zähmen, weil hier ist nichts. Eigentlich sehr verlockend, muss ich gestehen. Wahrlich, sehr verlockend. Und sind alles. Weil ich einen Raptor sehe, habe ich Schiss. Sei denn, ich sitze auf irgendwas drauf, was wo ein Raptor Respekt vor hat. Auf einen T-Rex, auf einen. Ich glaube, ein Kanon wird auch nicht angegriffen. So. Ganz vorsichtig. Das sind Paare. Das sind mehrere sogar. So, da ist der Redwood, da sollten wir uns auch nicht hinwagen. Vor allem nicht jetzt, wir werden bestimmt von den Tylacoleos sofort zerfetzt. Oder von den Terrorbirds, eins von beiden. Oder was weiß ich was, warum, was da noch rumkreucht und fleucht. Wir sollten immer schön in der Richtung Vulkan bleiben, in der Nähe vom Vulkan. Da haben wir fast genug Möglichkeiten, uns mal kurz hinzusetzen. Sagen wir es mal so. Wenn die Ausdauer zur Neige geht. Das geht nicht unbedingt mitten im Wald. Keine gute Idee zumindest. So, ja, wir sind eigentlich richtig. Da ist das Schneegebiet und da müssen wir jetzt ein. Nur noch Kerzen geradeaus. Weiter. Boah, hier gibt es sehr viele. Das Problem sind die Raptoren. Unglaublich, dass sie es so hingekriegt haben, dass die Raptoren ernsthaft mal ernsthafte Gefahr werden. Sie sind schlimmer als jeder Rex. Dieses Runterdrücken ist einfach eine unglaublich gefährliche Sache. Ich meine, ich finde es gut, dass es da eine Art Cooldown gibt, dass sie das nur einmal machen können. Weil das eine Mal reicht in der Regel aus, dass du stirbst. Ganz am Anfang. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie mit den Ravager-Viechern da auf Aberration. Und ganz ehrlich, die sind einfach zu heavy. Oh! Worum bist du verletzt? Also hast du dich mit. Was hast du dich da angelegt? Rex 104, okay. Die sind alle so verletzt? Was ist denn los? Die haben kaum noch. Der jetzt zumindest hat kaum noch Leben, aber. Das heißt im Klartext, sie ist irgendetwas, was für einen Rex eine Gefahr darstellt. Ich kann mir vorstellen, mit wem die sich angelegt haben. Die haben sich sicherlich mit einem Terrazino angelegt. Haben zwar gewonnen. Oder mit Kentros. Wäre auch nicht aus. Ist auch nicht auszuschließen. So. Oh, in Pink.
Alus, ja. Okay. Schon wieder eine Pinke. So. Jetzt werden wir wieder heiß, natürlich. Irgendwas ist ja immer. So. Also in der Theorie. Also in der Theorie bin ich gerade an meinem Haus vorbei, oder? Ah ne, doch nicht. Will man was ausprobieren? Was können wir herstellen? Quatsch, Stone Pelz. Was hat denn mehr Unterkühlungs also die 34? 34 haben alle gleich viel. Nehmen wir ruhig die Handschuhe. Aber hat einen höheren Rüstungswert als meine hier, ne? Ja, doppelt so viel. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das schon ausreicht, das schon ausreicht, um das Schneegebiet zu betreten. Aber wir können es ja mal austesten. Oder? Das reicht nicht aus. Da braucht man schon eine komplette Pelzrüstung. Wenn ich eine Fackel noch anmache. Oh, Fackel geht's oder was? Aha. Aber trotz allem hier sehr, sehr gefährliche Gegend. Mammuts. Hier gibt es zumindest eins nicht, und zwar Raptoren. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, das darf man nicht vergessen. Oh, die Jojos, die habe ich total vergessen. Ah, hier ist ja wieder zu kalt. Mitten auf dem Berg direkt. Ja gut, ruhe ich ein bisschen aus. Das ist also nicht ausreichend. Aber man kann das den umgrenzenden Gebiet mehr oder weniger betreten. Gibt es jede Menge Kristall. So. Ich würde sagen. Aufpassen, dass dir kein Jojo begegnen, aber Augen schön aufhalten, ob hier irgendwas. Scheiße. Verfehlt. Schneegebiet ist so ziemlich nur einer der wenigen Orte. Sobald ich eine Pelzrüstung habe. Aha. Wölfe. Das Öl.
weiß natürlich jetzt nicht, ob ich Öl irgendwie brauche gerade. Aber wir können da vorne ja mal kurz Rast machen und dann fliegen wir durch. Sehr gefährlich. Wirklich sehr gefährlich. Also sobald ich eine Pelzrüstung habe, wissen wir, was ich tun werde. So. Hier ist ein Ankylo. Aha. Den können wir gut. Welches Level ist der? Welches Level? 24. Was ist das denn für ein Level? Das war doch gerade was. Sabertooth. Die machen es dann auch nicht leicht. So. Aber der hat auch keine Chance, guck mal, ist er schon halb tot. Allerdings. Okay, vielleicht hat auch der. Der Ankylo keine Chance. Ne, der Ankylo hat keine Chance. Schade. Hätte erst gedacht, dass der Ankylo gewinnt. Aber nicht genug Pfeile, ne? Wir haben drei. In Zahlen drei. Okay, wir fliegen jetzt erstmal zurück. Gut, das Schneegebiet ist, soweit es geht, erforscht. Die haben nichts drin, kein Zündpulver oder sonst was. Aber dann gib mir mal das Metall. Einmal. Zack. Oh, warte mal. Haben wir vier hier stehen? Ah, Mann, das macht es immer umständlich. Ich brauche jetzt erstmal einen vierten Ofen. Oh, was brauche ich dafür? Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zünd. So. Ich habe keinen Plan, was ich alles brauche. Ich brauche auf jeden Fall Fasern. So, weil es ist boah, viel leichter. Wenn das eine. Ah, packen wir das auch mal dann weg. Wobei, nee, eigentlich kann ich die wegpacken und dann die wieder an. Und, ja, wir gehen noch ein bisschen hier drauf. 30 sollte man schon haben. So, dann wollen wir mal. Zack.
Hier könnte noch einer rein, aber dann hätte ich wieder eine ungerade Zahl. Wäre auch scheiße. Zack, zack. Nein. Jetzt habe ich da wieder alles durcheinander gebracht. Das, so. Zack, zack. Und zack, zack. So. 65. 66. 5 und 6. So. Wir haben natürlich jetzt, wir könnten natürlich Holz nehmen. Können wir tatsächlich machen. So viel wie wir. Wir können aber auch Stroh nehmen. Aber wir wollen Zündpulver haben. Verdammt nochmal. Aber ich will hier keinen. Stein ist in Ordnung. Aber ich. Ach toll. Das wollte ich nicht. Und dann wollte ich den hier haben. Ah, da haben wir sogar noch ein bisschen. Okay. Das ist nun wirklich nicht viel, was ich dann noch herstelle. So, 125. Zack, zack, zack. Und zack, so. Reicht. Sage ich jetzt einfach mal. So. Haben wir schon wieder 130 Metallwaren mehr. Ne. Naja, ich würde sagen, solange das hier schmilzt, verabschiede ich mich schon mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann machen wir, keine Ahnung, sollen wir dann nochmal... Ah, ja, genau, Metall. Da waren wir doch. Ah, ne, das habe ich drin. Mhm. So. So. Und so. Ah. So. So. Seinen. Ah, ne, Feuer ist noch drin. Okay, nehmen wir trotzdem ein bisschen mehr. Und wir klauen mal ein bisschen Fleisch. Wieder einmal. Haben wir genug. Mhm. Mhm. Ja, 20 ist gut. Unser Fleisch geht langsam zur Neige. So. Und daher. Würde ich sagen, das war's dann. Bis das mit, solange das Metall und das Fleisch noch brutzelt, sag ich dann schon mal, ciao. Beim nächsten Mal gucken wir, ja, ich glaube beim nächsten Mal werden wir noch ein bisschen weitere Metall abarbeiten. Vielleicht mache ich das auch offscreen, dann stirbt wieder alles. Nein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.